Hallo und herzlich willkommen zum Online-Kongress für Ärztinnen und Ärzte. Mein Name ist Diana Runge und wir haben heute ein sehr, sehr spannendes Thema, wo es um Erkenntnisse aus der Hirnforschung und gleichzeitig auch aus der individuellen Lebenspraxis geht. Und zwar, wie kommt man aus dem Hamsterrad des ewigen Funktionieren, Wollens oder Sollens wieder heraus? Wie kann man überhaupt herein? Und hierzu habe ich einen Experten und ich freue mich wirklich, es ist mir eine große Ehre, Herr Professor Gerald Hüther, dass Sie hier sind. Und Herr Professor Gerald Hüther ist Neurobiologe und Vorstand der Akademie für Potenzialentfaltung und wird sich gleich auch noch ein bisschen näher selber vorstellen. Frau Runge und einen wunderschönen guten Tag auch all denen, die uns jetzt hier zuschauen und zuhören. Ich habe ursprünglich mal Biologie studiert und fand dann innerhalb der Biologie diese Neurobiologie extrem spannend. Ich stamme aus der ehemaligen DDR und bin dort mit 27 Jahren abgehauen, wie man das so nennt. Das war noch 10 Jahre vor dem Mauerfall und bin dann in einem Max-Planck-Institut in Göttingen längere Zeit damit beschäftigt gewesen, an Hirnentwicklungsstörungen zu arbeiten. Von dort bin ich, dann hatte ich noch ein Heisenberg-Stipendium und dann habe ich noch an der Uni eine Abteilung für biologische Grundlagenforschung in der psychiatrischen Klinik aufgebaut. Und so entsteht dann ein reichhaltiger Schatz an Erfahrungen. Und das Besondere vielleicht an meiner Vita ist nicht nur, dass ich da so zwei verschiedene Systeme kennengelernt habe, sondern dass ich in eine Zeit hineingeboren worden bin, wo die Umbrüche innerhalb der eigenen Disziplin dieser Neurobiologie so dramatisch sind, wie man sich das eigentlich bis heute noch gar nicht so richtig klar gemacht hat. Wir hatten damals, als ich noch angefangen habe, hier am Max-Planck-Institut, die feste Überzeugung, dass sich im Hirn nichts ändern kann, wenn es einmal fertig ist. Das Okay. müssen Sie sich mal vorstellen. Da Okay. durften keine Nervenzellen nochmal neu geboren werden und da durfte auch keine erwachsene Nervenzelle nochmal einen Fortsatz kriegen. Und das hieß dann, wie es einmal verdrahtet ist, so bleibt es das ganze Leben lang verdrahtet. Das war ein unglaublich deterministisches Bild. Da gab es keine, auch nicht mal andeutungsweise die Idee von Reorganisationsprozessen, so wie wir sie heute kennen, nach Schlaganfällen beispielsweise, wo dann plötzlich hier oben nochmal alles in einer Art und Weise umgebaut wird, wie man das sich also vor 20, 30 Jahren noch nicht mal hätte auch nur vorstellen können. Ja, und in diese Zeit hineingeboren zu sein und das alles mitzuerleben, wie in einer Wissenschaftsdisziplin das eigene Paradigma, was die wie so eine Monstranz vor sich hergetragen haben, in sich zusammenfällt, das ist schon beeindruckend. Und vielleicht auch für die Kolleginnen und Kollegen, der eigentliche Durchbruch, das war wie so oft in der Wissenschaft eigentlich nicht irgendeine neue Erkenntnis, sondern das war eine neue Technologie. Das waren die bildgebenden Verfahren, also Ja. Computertomographie, mit denen man jetzt plötzlich in das Gehirn eines lebendigen Menschen reingucken konnte. Und da hat man geguckt, wie es da oben aussieht, wenn der beispielsweise jonglieren gelernt hat und dann war auf einmal nach Ja. 4 Wochen jonglieren, war da oben eine neue Verschaltung entstanden. Die war vorher gar nicht da. Und dann muss man spätestens an der Stelle sagen, hallo, also wir haben ein unglaublich plastisches Hirn. Wir haben keine Festlegungen, die praktisch wie genetische Programme dafür sorgen, dass wir sowas kriegen wie Instinkte und Triebe bei den Tieren, die uns lenken durchs Leben, sondern wir müssen, ja, das hört sich jetzt wunderbar prosaisch an, wir müssen erst unterwegs rausfinden, wie das Leben geht. Wir sind also auf eine bezaubernde Weise Suchende, alle, ja, auch der Chefarzt. Und jeder muss unterwegs gucken, wie es geht. Gemeinsam kann man das sicherlich besser verhindern, dass man sich verirrt, aber auch das ist nicht ausgeschlossen. Und wir kennen ja Zeiten, wo sich also ganze Gemeinschaften rettungslos verirrt und verlaufen haben. Also das ist auch eine ständige Gefahr, dass man mit seinen einmal gewonnenen Konzepten und Überzeugungen und Vorstellungen in die Irre läuft. Denn weil wir keine Triebe und Instinkte haben, müssen wir ja was anderes haben, was uns führt. Und das ist nicht Mama und Papa, sondern das sind die Vorstellungen, mit denen Mama und Papa unterwegs waren und auch die anderen Menschen, bei denen man groß geworden ist und wo man dann das Gefühl hatte, das hilft denen ganz gut, die kommen damit zurecht. Und dann haben wir uns diese Vorstellung als Lösungen auch wieder selbst ins Hirn gebaut. So, und
wenn Mama schon oder Papa schon Chefarzt war, dann kann es durchaus passieren, dass dann der Sohn auch wieder Chefarzt werden will. Solche Traditionen kennt man ja. Und man kennt auch gelegentlich Fälle, wo jemand seinen Eltern so nachgeeifert ist und deren, ich nenne das immer gerne, deren offene Türen, die da so aufgestellt werden in dem Familiensystem, so ganz tapfer da durchgerannt ist. Meistens sind das übrigens die Ersten, die Erstgeborenen, die da besonders anfällig sind, in die elterliche Wunsch- und Vorstellungswelt hineinzurennen. Kennt man ja auch einige, die da reingerannt sind und dann aber mit dem Job nicht glücklich gewesen sind, weil sie hatten also in ihnen gab es irgendetwas, was anderes wollte. Talente, Begabungen, irgend sowas wie ein innerer Ruf. Und das muss man dann sich alles, glaube ich, sehr genau mal anschauen und auch vielleicht mit den heutigen wissenschaftlichen Konzepten, die wir haben, nochmal prüfen und dann vielleicht auch für sich und für andere herausfinden, warum man im Leben sozusagen sich bestimmte Vorstellungen ins Hirn baut und damit so lange umherrennt, dass man dann am Ende gar nicht mehr davon lassen kann und dass man dann ein Gefangener seiner eigenen Vorstellung wird. Das ist ja auch möglich. Auch solche Exemplare kennen wir ja. Ja, Sie meinen Auch also in der die, Politik übrigens. ja, das stimmt. Sie meinen also, die Herausforderung liegt darin, dass man bestimmte Erwartungen erfüllt, ohne die eigenen Talente zu kennen oder zu nutzen? Es ist noch viel einfacher, das, was wir schon vorgeburtlich als wesentliche Grunderfahrung machen und was dann natürlich auch in dem sich herausbildenden Hirn schon verankert wird, ist die Erfahrung eigentlich untrennbarer Verbundenheit. Und diese Verbundenheitserfahrung wird dann, wie alle Erfahrungen, die wir wiederholt und immer wieder machen, dann zu einer Erwartungshaltung. Diese Erwartungshaltung kommt dann jedes Baby zur Welt, dass es da draußen weitergeht mit der Verbundenheit. Und das nennt man dann auf Deutsch ein Grundbedürfnis. Und das sind diese beiden Grundbedürfnisse, das eine nach Verbundenheit und das andere nach Autonomie. Die bringen wir beide schon mit auf die Welt. Und wenn man dann da draußen ist und die Verbundenheit mit den Eltern oder dem Papa oder der Mama nur dadurch herstellen kann, dass man in vorauseilendem Gehorsam versucht, deren Erwartungen zu erfüllen. Da kann es passieren, dass man einen Lebensweg einschlägt, der gar nicht der eigene ist, sondern das ist dann der von den Eltern erhoffte und erwünschte Lebensweg. Also um es noch ein bisschen zu übertreiben, die Eltern haben dann, ob sie das wollten oder nicht, das Kind zum Objekt ihrer Erwartungen gemacht. Geht das dann weiter und dann wird es auch später gerne zum Objekt von Belehrungen gemacht und dann auch noch zum Objekt von Bewertungen. Und das sind sehr ungünstige Erfahrungen, wenn man zum Objekt gemacht wird. Und da müssen Menschen dann nach Möglichkeiten suchen, wie sie damit zurechtkommen, weil das Hirn eigentlich immer einen Zustand anstrebt. Das ist vielleicht für jeden, der sich mit Neurobiologie noch nicht so sehr beschäftigt hat, aber als Arzt unterwegs ist und so etwas braucht, was einfach ein bisschen besser hilft, dass man mal versteht, was im Hirn, im eigenen und in dem der Patienten und Kollegen los ist. Das Hirn versucht immer einen Zustand zu erreichen, wo es möglichst wenig Energie verbraucht. Das ist sowas von einfach. Also man kann es ein bisschen komplizierter ausdrücken. Die Nervenzellen versuchen sich so miteinander zu verknüpfen, dass der zur Aufrechterhaltung ihrer Funktion und in der Strukturen erforderliche Energieaufwand so gering wie möglich bleibt. So, da kann das Hirn gar nichts dazu, die Nervenzellen auch nicht. Das ist zweiter Hauptsatz der Thermodynamik. Und das erklärt jetzt aber, warum das Hirn ständig einen Zustand anstrebt oder die Person, wir reden ja auch ein bisschen komischer. Also, wir streben alle einen Zustand an, wo wir uns wünschen, dass alles gut passt. Also wo unsere Bedürfnisse gestillt sind, wo unsere Erwartungen mit der Wirklichkeit übereinstimmen, wo das Denken, Fühlen und Handeln eine Einheit bildet und wir uns im eigenen Körper und mit der Seele und wie wir das alles so nennen, dann auch wohlfühlen, auch in einem Kontext mit Kolleginnen und Kollegen und Freunden und Nachbarn und Partnern.
so eingebettet sind, dass es uns absolut gut geht und dass da wenig Konflikte auftauchen. Am besten ist man auch noch irgendwo weiter oben angebunden und kosmisch oder sonst wie mit dem Universum verknüpft. Und dann wäre der Zustand einer, wo alles richtig gut zusammenpasst. Und da gibt es keine guten deutschen Bezeichnungen. Das ist ja alles so neu. Das ist ja aus Ja. dem Gebiet der Selbstorganisation und der Forschung auf diesem Sektor. Und wir haben da noch gar keine richtigen Begriffe. Aber ich glaube, der richtige Begriff, den man hier nehmen kann, der heißt Kohärenz. Also Ja. alles strebt nach Ja. Kohärenz. Kohärenz ist der Zustand, in dem alles zusammenpasst. Und wo die wenigste Energie verbraucht wird. Und Kohärenz ist nicht sowas wie Gleichgewicht, sondern das ist ja etwas, ein Bestreben in einem Prozess. Es soll immer wieder passend gemacht werden. Denn diesen passenden Zustand, wo alles zusammenpasst im Hirn, den gibt's, den gibt's nicht. Sie ahnen es schon. Ne? Ja, Den jetzt gibt. erreicht man mal gerade in dem Moment, wo man gestorben ist. Da passt dann alles. Da wird auch keine Energie mehr verbraucht. Da ist gut. Aber das war es dann auch. Und davor ist es das Kennzeichen des Lebens, dass immer irgendwie Energie verbraucht wird, weil es immer nicht passt. Und deshalb sind wir das ganze Leben damit beschäftigt, es wieder passend zu machen. So, und jetzt kriege ich die Kurve, wenn man als kleines Kind, als kleine Tochter spürt, dass der Papa sich nichts mehr wünscht, als dass man doch Ärztin werden möge. Und er einen den Blick in dieses wunderbare Fachgebiet dann auch so öffnet und man darf dann auch mal mit und dann mit dem weißen Kittel und so einem kleinen Hörgerätchen und der Papa freut sich und die Augen leuchten, da sind sie, haben sie kaum eine Chance, als das toll zu finden, dass sie da auch Ärztin werden wollen. Ja, Und wenn ja. ein Wunder passiert, sind sie auf einmal Ärztin, obwohl sie wahrscheinlich möglicherweise eine großartige Pianistin geworden wären. Ja, Oder gibt. Juristin oder was auch immer ihnen da mehr liegt. Das hat ja jeder, kommt ja jeder auch mit anderen Talenten und Ja, das Gaben. gibt es häufig, das ist wahr. Es gibt allerdings so Studien, wonach dann tatsächlich Ärzte am meisten gefährdet sind im Bereich Burnout und Selbstmordgefahr. Also es gibt Studien aus den USA, die anscheinend auch in Deutschland gelten. Und ich denke, das ist ja ein Faktor, ist vielleicht, okay, man hat etwas übernommen als Rolle. Ein anderer Faktor ist aber auch vielleicht, man hat ein bestimmtes Bedürfnis, was man eben auch einbringt als Arzt, zu helfen, zu heilen, da zu sein. Und ja, geht über die eigenen Grenzen hinaus. Ja, das ist die. Wir haben jetzt das eine Motiv besprochen. Das ist so ein bisschen, dass man diesen Beruf dann toll findet, wo man aber nicht so lange fragt, warum man den so toll findet. Wir haben jetzt ein bisschen hinter die Gardine geschaut. Und das muss nebenbei gesagt auch nicht immer so sein. Das kann auch wirklich sein, dass so ein Junge oder ein Mädchen dann tatsächlich diesen Job so toll findet und wirklich ein toller Arzt wird. Und das ist auch sein Ding. Das kann man ja auch nicht einfach so liegen lassen. Aber es ist natürlich schon eine ständige Quelle von Inkohärenz, wenn ich einen Beruf erlernt habe und den ausführe, der doch, wo ich dann spüre, das ist nicht das, wofür ich eigentlich geboren bin. Da entsteht ja dauernd so ein Missverhältnis und auch eine gewisse Unzufriedenheit und daraus kann manches sicherlich auch erklärt werden an Problemen, in die Ärztinnen und Ärzte geraten im Laufe ihres Tätigseins. Auch weil ja manchmal diese Erwartungen gar nicht so umsetzbar sind, wie man sie eigentlich mal gehabt hat. Und das Zweite ist ein anderes Thema. Das ist dann es gibt auch Ärzte und Ärztinnen und vor allen Dingen auch viel im Bereich des Pflegepersonals, die wollen gerne anderen helfen. Dann muss man auch wieder einen Schritt zurücktreten, ganz vorsichtig, weil das ist ja was Großartiges, wenn man anderen helfen will. Aber es gibt eben auch so eine Erfahrung im Elternhaus und in der Herkunftsfamilie, die man gemacht haben kann, dass man immer dann besonders gelobt wird und geliebt wird, in den Arm genommen wird, wenn man schon wieder dem kleinen Brüderchen oder dem Schwesterchen oder der kranken Mama oder wem auch immer oder der Oma geholfen hat. Also, dass man für Helfen belohnt wird. Und dann entsteht eine eigenartige Situation für diese Kinder, weil sie merken, sie bekommen jetzt also ihr Bedürfnis nach Verbundenheit und Zugehörigkeit wird gestillt, wenn sie sich um andere Leute kümmern.
Das heißt, im Kern haben die gar nicht so ein Rieseninteresse an diesen anderen Leuten, um die sie sich kümmern, sondern die haben Interesse, dann in den Arm genommen und gelobt und zu werden und damit das Gefühl zu haben, dass sie in dieser Gemeinschaft dann auch aufgenommen sind und dazugehören. So, und da ahnen sie, wo dann das Konfliktpotenzial liegt, wenn man dann so einen Beruf, wenn man das zu seinem Beruf macht und ein Helfer wird, der dafür sozusagen Anerkennung bekommen möchte, in der Gemeinschaft, auch im Team oder vielleicht auch in der Gesellschaft, dann hat man wahrscheinlich ein Riesenproblem. Und lange Zeit geht das gut, weil man bekommt ja viel Anerkennung. Es ist ja ein großartiger Job. Und deshalb sind viele Pflegekräfte auch sowas geworden, weil es ist großartig. Aber was man dann sieht, auch bei Ärzten, ist, wenn dann plötzlich aus irgendeinem Grund diese Anerkennung ausbleibt. Also wenn dann der nächste Karriereschritt doch nicht erreicht wird oder man zuschauen muss, wie jemand anders vorgezogen wird oder wenn man so in die Ecke gestellt wird mit dem, was man kann, nicht mehr richtig darf, weil andere vorgezogen werden. Und dann ist plötzlich dieser Wunsch zu helfen, der ja sowas ganz Authentisches ist, der wird plötzlich zu einem Problem, weil man jetzt spürt, dass man dafür nicht mehr belohnt wird. Und da bricht ein Lebenskonzept zusammen. Und ich glaube, das ist der Grund, weshalb man dann Burnout kriegt. Ich glaube nicht, dass man von der Belastung den Burnout kriegt, sondern von der Inkohärenz, die dann im Hirn entsteht, wenn man merkt, dass man das ganze Leben mit dem Wunsch und der Absicht gestaltet hat, Anerkennung bei anderen zu finden, dafür, dass man hilft und dass man nun an einem Punkt angekommen ist, wo man diese Anerkennung bei anderen nicht mehr in diesem Maße findet, wie man sich die erwartet hat. Sie haben ja dazu auch ein ganz spannendes Buch geschrieben, Lieblosigkeit macht krank. Was hält uns gesund? Was macht uns krank? Was ist denn jetzt, was uns gesund hält? Also, das brauche ich nun den Kolleginnen und Kollegen ja eigentlich gar nicht zu erzählen, aber es ist auch hier wieder in der Medizin ähnlich wie in der Neurobiologie. Wir leben im Augenblick in einem Paradigmenwechsel und es vollzieht sich eine grundsätzliche Veränderung des Menschenbildes und unserer Vorstellung davon, was Gesundheit und Krankheit sei. Und ich hatte vorhin schon gesagt, dass das Gehirn sich selbst organisiert. Und es organisiert die Beziehung der Nervenzellen zueinander so, dass am Ende ein Zustand erreicht wird, der möglichst wenig Energie verbraucht. Und genauso gibt es im Körper und natürlich auch im Gehirn Bereiche, die sich so organisiert haben, dass die dafür sorgen, dass man gesund bleibt. Also auf der zellulären Ebene kennt das jeder. Es kann ja, wenn man eine Schnittverletzung hat oder einen Knochenbruch hat, dann kann ja nicht der Arzt den Knochen heilen oder die Wunde heilen, sondern das muss alleine passieren. Das ist Selbstheilung. So einfach geht das mit der Selbstheilung. Und deshalb ist, man könnte es noch ein bisschen übertreiben, könnte sagen, jeder Heilungsprozess ist Selbstheilung. Man kann überhaupt niemanden heilen. Weil entweder kann der sich selber heilen und die ärztliche Kunst besteht eben dann darin, Bedingungen und Voraussetzungen dafür zu schaffen, dass dieser Selbstheilungsprozess in diesem betreffenden Patienten in Gang kommt und so optimal wie möglich abläuft. So, und dann hat man natürlich, ich als Neurobiologe weiß ja dann auch, dass es eine ganze Reihe von, ich nenne das immer gerne, großen integrativen Regelsystemen gibt. Also das Herz-Kreislauf-System, das Immunsystem, das Hormonsystem, das periphere Nervensystem, das sind ja alles große Regelsysteme, mit denen die Organfunktionen alle aufeinander abgestimmt werden. Und die sollten möglichst gut arbeiten. Und die werden alle von da oben gelenkt. Hirnstamm, Hypothalamus, Thalamus in diesen tieferen Bereichen des Hirns sitzen die Nervenzellverbände, die dann am Ende diese ganzen Regelsysteme kontrollieren und steuern. Und normalerweise klappt das prima, denn diese Netzwerke da oben haben sich schon vorgeburtlich anhand dieses Körpers herausgebildet. Also man kann sagen, es gibt dann im Hirn Angebote, wie sich das vernetzen möchte oder könnte.
Und dadurch, dass man einen bestimmten Körper hat, in dem dann was ganz Bestimmtes geschieht und dieses bestimmte Geschehen, zum Beispiel einen zuckenden Arm, zu einer bestimmten Phase der Embryonalentwicklung, dieses Gezucke kommt dann eben, wenn die Leitung nach oben da ist, diese Afferenz, ausgebildet ist, dann kommt das oben an und erzeugt eine Unruhe. Das war ja vorher nicht da, dass es gezuckt hat. Und das ist eine Inkohärenz. Und die muss das Hirn da oben müssen die Nervenzellen ausgleichen. Und dann finden die einen Weg. Und der heißt natürlich, nach einigem Herumprobieren ist der energiesparendste Weg, um auf eine Zuckung zu antworten, dass man das Zucken steuert. Also, dass man sozusagen, wenn es dahin zuckt, dass man es wieder zurücklenkt. Und dann haben sie eine Bewegung. Und das lernt das Hirn anhand des Körpers. Und es hängt dann davon ab, ob man große oder kleine Arme hat, große oder kleine Hände, wie das da oben ausgebildet wird. Das ist nicht immer gleich. Und deshalb ist so der Grundsatz heißt, das Hirn strukturiert sich am Anfang anhand der aus dem eigenen Körper kommenden Signalmuster. Dazu gehört auch Signalmuster, die sozusagen Hormonschwankungen beinhalten. Da gehören Herz-Kreislauf-Geschichten dazu. Da gehört alles dazu, was dann dazu führt, dass da oben diese Regelzentren herausgeformt werden, mit deren Hilfe die großen integrativen Regelsysteme gesteuert werden. So, und diese ganze lange Rede halte ich ja nur deshalb, um Ihnen zu sagen, das arbeitet normalerweise alles perfekt. Da muss keiner hergehen und muss das kontrollieren, muss das einstellen, sondern das ist alles perfekt. Deshalb funktioniert die Selbstheilung. Aber sie funktioniert eben dann nicht mehr, wenn ich in meinem Hirn so viel Unruhe erzeuge, dass diese Unruhe bis in diese Bereiche, manchmal sogar bis in den Hirnstamm runterreicht, weil ich mit Angst, mit Unzufriedenheit, mit Überlastung, mit unerfüllten Bedürfnissen und all diesem Zeug herumrenne und da oben ein Durcheinander zustande kommt, das dann zwangsläufig dazu führt, dass dann auch die Bereiche, die für die Regulation meiner Körperfunktionen zuständig sind, durcheinander kommen. Und einmal, zweimal macht das nichts, aber wenn das chronisch wird und über ein halbes Jahr hinweg geht, dann passen sich die Organe an diese fehlende koordinative Regulation an. Und dann kriegen sie ein gestörtes Organ. Und dann wird Das es Herz schwierig und man bekommt. ist im Hamsterrad drin. Und dann haben Sie eine manifeste Erkrankung. Ja, und die können Sie auch sehen. Dann sehen Sie, das Knie ist kaputt. Ja? Oder das Herz hat eine Rhythmusstörung oder die Gefäße sind auf einmal so verengt, dass da kaum noch was durchgeht. Oder das Immunsystem spielt völlig verrückt und macht lauter Autoimmungeschichten. Da muss man sich fragen, wie konnte denn das entstehen? Damit ist man ja nicht auf die Welt gekommen. Und das gilt sozusagen für fast alle unsere chronischen Erkrankungen, die wir so in der westlichen Welt haben, die sogenannten Zivilisationskrankheiten, die haben überhaupt nichts mit Erregern und Außenwirkungen zu tun, sondern da müssen wir die Ursache in uns selbst suchen. Und ein Weg, um diese Selbstheilungskräfte wieder zu reaktivieren, bestünde ja darin, dass man wieder für Kohärenz im eigenen Hirn so sorgt, dass das wieder besser zusammenpasst, dass da nicht dieses ganze Durcheinander so diese Bereiche auch mit erfasst, die für die körperliche Regulation zuständig sind. Und sowas erreichen Sie zum Beispiel dadurch, dass Sie fortan etwas liebevoller mit sich selbst umgehen. Ist so einfach. So einfach. Also einfach Menschen ermutigen und einladen und inspirieren, einfach mal auszuprobieren, ob es nicht möglich ist, dass sie anstatt immer zu das zu tun, was sie immer zu tun, sich vorher fragen, ob ihnen das auch gut tut, was sie da tun. Und da werden die meisten sagen, ich muss, ich muss, ich muss. Nee, nee. Man kann sich schon allein bei der Auswahl des Essens kann man sich fragen, tut mir das eigentlich gut oder tut mir es nicht gut? Muss ich hier im Stehen essen? Muss ich mit Leuten essen, die ich nicht mag? Ja, und da kommt man schon auf eine ganze lange Liste, wo man sagen kann, nee, mache ich nicht mehr. Und ich will jetzt gar nicht über die ganzen Medienangebote reden, von denen wir überflutet werden. Da können Sie auch sagen, muss ich das? Muss ich das? Brauche ich das? Tut mir das gut? Nee, schalte ich ab. Und dann habe ich auf einmal Freizeit gewonnen. Und dann merken Sie, wenn Sie so rangehen, dass Sie sagen, ich versuche mal mehr stärker das zu tun, was mir gut tut und bin etwas liebevoller zu mir selbst, dann müssen Sie sich ja auch fragen, was Ihnen gut täte. Das heißt, Sie kriegen wieder Verbindung zu sich selbst.
können ihren eigenen Körper befragen, können sich fragen, ob ihre Grundbedürfnisse eigentlich gestillt sind, was sie da überhaupt, wo die Sehnsüchte sind, die sie mit sich rumschleppen und die sie im Alltag in diesem Hamsterrad schon lange nicht mehr stillen können. Und da, wenn sie dann plötzlich sich wieder mit sich selbst verbinden, ist ja dieses eine Grundbedürfnis nach Verbundenheit gestillt. Dann wird schon vieles wesentlich kohärenter. Und dadurch, dass sie dann ja aber auch auf einmal selbst bestimmen, ob sie heute Abend schon wieder diesen blöden Krimi angucken wollen oder nicht, und ob sie jetzt mit diesen Leuten essen gehen wollen oder nicht, dann sind sie auch wieder Gestalter ihres Lebens. Sie gewinnen ihre Autonomie wieder zurück, zumindest in dem Bereich, der von ihnen bestimmt werden kann. Und dann Sie ist das meinen. zweite Grundbedürfnis auch noch gestillt. Und wenn die beiden Grundbedürfnisse gestillt sind, sind sie kein Bedürftiger mehr. Und wenn sie bedürftiger sind, dann sind sie auch immer ein Getriebener, der andere braucht, also deren Anerkennung braucht und deren Wertschätzung braucht oder deren Mithilfe braucht oder deren Unterstützung. Also immer brauchen sie als ein Bedürftiger brauchen sie andere Leute, um ihre Bedürftigkeit zumindest ersatzweise zu kompensieren. Und wenn sie kein Bedürftiger mehr sind, brauchen sie andere Leute nicht mehr, dann sind sie auf einmal jemand, der was verschenken kann. Das ist Wahnsinn. Da kommen Sie in eine ganz andere Kategorie. Das ist eine andere Ebene, von der aus Sie dann leben. Dann gehören Sie zu diesen beneidenswerten Menschen, die, wie man das so oft so dahin sagt, in sich ruhen und mit sich selbst im Reinen sind. Ich würde sagen, die einfach gelernt haben, liebevoll mit sich selbst umzugehen. Die gehen dann auch liebevoll mit anderen um. Die haben auch eine andere Ausstrahlung, weil die ja nicht mehr so getrieben sind und immer irgendwas von anderen wollen. Und die haben dann was zu verschenken. Und was Sie ahnen, ist, das wäre die Grundhaltung, mit der ein Arzt seine Tätigkeit verrichtet. Dann könnte er auch diese Selbstheilungsprozesse im Patienten auf eine günstige Weise beeinflussen, weil der Patient spüren würde, dass dieser Arzt für ihn da ist und ihm in dieser schwierigen Phase, in der er noch krank ist, dabei unterstützt, dass das, was er an eigenen Ressourcen hat, auch zur Entfaltung kommen kann, um diesen Heilungsprozess in Gang zu bringen. Sie haben zwei ganz, ganz tolle Dinge angesprochen. Das eine ist dieses Weg vom Ich muss und ich soll hin zum Ich möchte. Das ist mein eigenes Bedürfnis, was ich habe. Und das andere Thema ist auch sehr, sehr schön, denn es ist dieses sich um sich selber kümmern, aber gleichzeitig auch zu zeigen, das ist eine Vorbildfunktion und so kann ich meine Patienten auch unterstützen und ermutigen. Ja, mehr mit sich in Verbindung zu kommen, mehr an ihre eigene Selbstheilung zu glauben und auch, ja, mehr zu geben in dem Sinne, dass sie sagen, ich vertraue auch darauf, dass das alles funktioniert. Und es ist für mich eine sehr schmerzliche Erfahrung. Ich habe ja in dieser langen Zeit, in der ich mich da so umgeschaut habe, auch viele Menschen getroffen, die sich sehr um andere kümmern. Und die haben dann Bücher geschrieben, Vorträge gehalten und waren für alle möglichen wichtigen Dinge unterwegs. Also nennen wir es mal in Anführungsstrichen Weltretter. Begeisterte Weltretter. Und das, was ich dann immer wieder gesehen habe, ist, dass da gab es auch welche, die haben sich einfach nicht um sich gekümmert. Vor lauter Weltrettung, also vor lauter Vorstellung, dass man als Arzt so und so zu sein hat und das alles zu erledigen hat und das auch noch machen muss, verlieren diese Menschen dann den Bezug zu sich selbst, spüren sich nicht mehr, müssen die aus dem eigenen Körper kommenden Signale weg unterdrücken. Und das lernen manche, vor allen Dingen offenbar Männer, lernen das so gut, dass die sich am Ende gar nicht mehr spüren. Und wenn die da mal zu irgend so jemand kommen, der mit ihnen so ein paar Übungen macht, dann wird das plötzlich deutlich, dass die keinen Zugang mehr haben zu dem eigenen Körper. Selbst wenn da irgendwie der Rücken die ganze Zeit nach oben ruft, hey Kumpel, dann mach mal ein paar Übungen, richte dich mal auf. Wir sind ja in einer schwierigen Situation. Das hören die nicht. Die müssen dann noch ihre Deadline fertig machen, bleiben am Rechner sitzen und noch ein bisschen und noch eine Stunde. Was soll der arme Rücken machen, wenn er so alleine gelassen wird? Da kleben die Faszien, es gibt sozusagen eine steife Haltung und wenn man sich dann versucht aufzurichten, dann gibt es so kleine Gefäßrupturen.
Einblutungen und dann entsprechende Wucherungen von Narbengewebe. Und dann nach einem halben Jahr gehen sie zum Arzt und lassen sich röntgen und dann sehen sie ja, und dann sagt ihnen der Arzt, sie sehen es auch selbst, der Rücken ist vollkommen kaputt. Also abgenutzt oder was man da so für komische Worte dafür sagt. Aber der Rücken ist nicht abgenutzt, der Rücken musste eine Lösung finden, weil er allein gelassen worden ist von Ja, ihm. Und was sie ja. da besichtigen, ist die von dem armen Rücken in seiner Not gefundene Lösung. Ja, es ist ja So das. kann man das ja auch mal betrachten. Dann wird das auf einmal ein bisschen verständlicher, was es da alles für problematische Fehlentwicklungen gibt und was wir da alles als Krankheit bezeichnen. Und in Wirklichkeit ist es doch irgendwie etwas, was sich die betreffende Person nicht mit Absicht, aber aus gewissen Gründen, die man dann durchaus auch noch nachvollziehen kann, selber ins Hirn gebaut hat. Es sind ja zwei Dinge auch wiederum. Also die Person selber, die bestimmte Erwartungen an sich hat, bestimmtes Rollenverständnis, aber sie lebt ja auch in dem System des Krankenhauses. Und hier meine Frage, wenn das Krankenhaus ein Mensch wäre, welche Werte oder Eigenschaften sollte es denn idealerweise verkörpern? Ja, wir wissen ja beide, dass die Krankenhäuser nicht so sind, wie sie sein sollten. Deswegen sage ich ja ideal. Idealerweise wäre das Krankenhaus ein lebendiger, atmender Organismus, wo es sehr viele unterschiedliche Abteilungen in Form von Organen gäbe, wo sehr spezialisierte Leute damit beschäftigt sind, ihren Job zu machen. Und wo jeder in seiner Abteilung, also in der Abteilung Leber, in der Abteilung Lunge, in der Abteilung Haut, weiß jede Leber, Lungen- und Hautzelle, dass sie Teil dieses Ganzen ist und nur mit dem Ganzen weiterkommt. Also es ist sozusagen eine individualisierte Gemeinschaft. Auf jeden kommt es an, aber gemeinsam, geht nur gemeinsam weiter. Das wäre die Situation, wie man sie bräuchte. Was wir haben, ist eine Situation in vielen Einrichtungen und nicht nur in Krankenhäusern, wo sich die Zellen in der Lunge oder die ganze Lunge mit der Leber streitet, wer besser ist. Und wer da mehr Blut abkriegt und besser versorgt wird oder was auch immer. Und so kann man auch ein Krankenhaus besichtigen, aber da wird jeder, der das einigermaßen klaren Blickes anschaut, der wird schnell zu der Schlussfolgerung kommen, dass das nicht lebensfähig ist. Also wenn wir so weitermachen miteinander, dass das nicht zu einem, ich nenne es immer gerne eine Gemeinschaft, wenn die Mitarbeiter einer medizinischen Einrichtung nicht zu einer Gemeinschaft zusammenwachsen, die nicht durch Geld und nicht durch Abhängigkeiten, sondern durch ein gemeinsames Band und das ist dann ein gemeinsames Anliegen, miteinander verbunden sind, dann wird es nichts. Und dieses gemeinsame Anliegen ist nicht ein kognitives Phänomen, sondern das ist eigentlich deshalb noch besser der Ausdruck Herzensanliegen. Es müsste jeden Mitarbeiter und jeder Mitarbeiterin in so einer Einrichtung ein Herzensanliegen sein. Etwas mit den anderen, also man kann es ja so sagen, alles dafür zu tun, dass Menschen, die dort hinkommen und an irgendetwas leiden, möglichst schnell in die Lage versetzt werden, wieder gesund zu werden. Und mit dem Anliegen müssten die alle miteinander verbunden sein. Ja, Dann toll. geht es, dann haben sie etwas, was die zusammenhält. Nebenbei gesagt ist das dann auch etwas, was eine Führungskraft in eine andere Position bringt. Dann muss die Führungskraft nämlich nicht anordnen, wer was zu tun hat, sondern die Führungskraft kann sich darauf verlassen, dass die Mitarbeiter sich den Platz suchen und die Aufgaben übernehmen und die Tätigkeiten ausführen, die notwendig sind. Das organisiert Herzlichen sich auch auf Dank. einmal alleine. Führung brauchen sie nur dann, wenn sie es nicht von alleine organisiert. Ja. Und dann könnte so ein ärztlicher Direktor von so einem Krankenhaus endlich mal sich um das kümmern, was die wahre Aufgabe einer Führungskraft ist, nämlich sich zu orientieren. Das können die möglicherweise da unten nicht so gut, die im täglichen Geschäft sind, dass man mal oben rausguckt aus dem Dach und mal guckt, was überhaupt ringsrum los ist und was da auf uns zukommt. Und dann glaube ich, wenn das mehr Leute gemacht hätten, hätten wir auch schon in der Vergangenheit manche Fehlentwicklungen, die sich dann im Gesundheitssystem vollzogen hat, rascher erkannt.
Ja, vielen Dank, Herr Professor Hülter. Damit komme ich auch schon fast zum Schluss zu unserer letzten Frage. Wie kommt denn jetzt ein Arzt, eine Ärztin heraus aus dem Hamsterrad? Haben Sie einen Tipp, den der Arzt gleich am nächsten Tag ganz pragmatisch umsetzen könnte? Ja, Sie wissen ja, wie ich auch, dass man keine Ratschläge erteilen darf, weil man dann den anderen zum Objekt seiner Ratschläge macht. Und deshalb gibt es nur diese Möglichkeit, den anderen, das Gegenüber, einzuladen, zu ermutigen und zu inspirieren, mal etwas auszuprobieren, was die betreffende Person bisher noch nicht ausprobiert hat und möglicherweise wozu sie auch nicht bereit war, das auszuprobieren. Und sich auf solche neuen Erfahrungen einzulassen, das halte ich für das Wichtigste, um aus eingefahrenen Mustern herauszufinden. Und die schönste Erfahrung, die man machen kann und auf die man sich einlassen kann, ist wahrscheinlich auch die, die wir eben besprochen haben. Versuchen Sie einfach mal in jedem Augenblick sich zu fragen, ob das, was Sie da tun, liebevoll ist. Sich selbst gegenüber. Immer, immer primär erstmal sich selbst gegenüber. Wenn Sie liebevoll zu sich selbst sind, sind Sie auch liebevoll zu anderen. Da brauchen Sie sich nicht drum zu kümmern. Und liebevoll mit sich selbst umzugehen, das ist eigentlich nicht so ganz schwer, wenn man es mal erstmal ausprobiert. Und ich bin ziemlich sicher, dass wer das ausprobiert, das wird mir ja dann auch immer wieder rückgemeldet, wer das einfach mal ausprobiert, einen Tag lang, immer wieder versuchen, Dinge so zu machen, dass es einem selber auch gut tut. Das hat ja mit Egoismus nichts zu tun. Das ist ja das ist ja einfach die Rückbesinnung darauf, dass man sich wieder um sich selbst auch kümmern muss, damit man sich in der Welt nicht verliert. Wer das einen Tag durchhält, ja, das heißt die Rückmeldung, das war so gut, das mache ich morgen wieder. Und dann merken Sie, dass das Wesen eines Veränderungsprozesses und die Voraussetzung für jeden inneren Änderungsprozess eben nicht der Druck ist und nicht irgendwie, dass Sie den anderen da zwingen müssen, dass er sich mehr bewegt oder anders ist, sondern müssen in ihm das Bedürfnis wecken, es anders machen zu wollen. Und das wäre dann auch die neue präventive Medizin, die wir bräuchten, weg von diesen Drohgebärden. Wenn du weiter in diesem Maße isst, wirst du immer fetter. Und wenn du dich weiter nicht bewegst, kriegst du einen Diabetes. Und was so, das ist alles mit dem drohenden Zeigefinger, wo der andere zum Objekt gemacht wird. Ja, und meistens hat der andere diese unangenehmen Ernährungs-, Bewegungs- oder sonst wie Gewohnheiten als Lösung gefunden, weil er eben schon zu Hause immer zum Objekt gemacht worden ist. Der isst dann aus Frust und der bewegt sich erst recht nicht, weil er immer umhergejagt worden ist. Und da kommt man dann mit erneuten Maßregelungen und solchen Ratschlägen nicht weiter. Einladen, ermutigen, inspirieren, das müsste die neue Art sein, wie wir in Zukunft in den medizinischen Einrichtungen und auch in allen anderen Bereichen des Lebens miteinander umgehen. Sehr herzlichen Dank, Herr Professor Hüter. Ich habe mich sehr gefreut, dass Sie heute dabei waren. Ich mich auch. Alles Gute. Dankeschön, alles Gute.